Katzen. Ich komme schon wieder mit einem Tutorial, gestern ja schon. Ich hoffe, ich nerv euch nicht schon. Bei mir ist es halt immer so ein bisschen unregelmäßig. Ich muss Zeit und Lust und Ideen haben. Und Ideen, die hatte ich neulich. Und zwar, vor einer Woche war doch die Zeitumstellung, Sommerzeit. Und ich, Dödel, konnte nicht schlafen. Ich war einfach nicht müde. Und irgendwie ist mir dann, als ich im Bett lag, die Idee gekommen, Mensch, es gibt doch in Camera Raw diesen Maskierungsregler bei den Details, beim Schärfen. Wisst ihr, welchen ich meine? Ich zeige es kurz. Wenn ich in Camera Raw hier in den Details bin, kann man ja mit dem Maskierenregler bei gedrückter Alt-Taste kann man sich diese wunderbare Maske generieren. Dynamisch. Also man sieht immer mit Alt, wo die Maske gerade ist und wie stark sie ist. Und wenn ihr mich fragt, gehört die schon seit Jahren, gehörte das Teil auch in Photoshop implementiert, bei allen Schärfefiltern, die es gibt. Naja, gut. Und ich habe mir dann überlegt, kann man nicht diese Maske irgendwie in Photoshop hier wieder reinnehmen? Also, dass ich die quasi wiederverwerten kann. Und ja, ich weiß, man könnte auch andere Techniken nutzen, um sogenannte Konturenmasken zu erstellen, zum Beispiel Konturen finden oder leuchtende Konturen. Wenn das Video nicht zu lange dauert, dann zeige ich es nachher noch kurz. Aber ich will euch jetzt mal eine Idee mitbringen, wie ihr die Maske, die ihr in Camera Raw gemacht habt, ansatzweise, wie ihr die in Photoshop auch wieder nutzen könnt. Gut, also schaut mal. Schritt 1 ist, ich dupliziere mal die Ebene, wandle die in ein Smart-Objekt um, mit Rechtsklick und nenne das mal ACR-Maske, also Adobe Camera Raw Maske. Anschließend drücke ich Command-Shift-A, Steuerung-Shift-A auf Windows oder ich sage ganz einfach Filter, Camera Raw Filter. Und jetzt gehe ich hier hin und ich schärfe das Teil bis zum Anschlag. Okay, bis zum Anschlag. Wenn ihr die Details nicht seht, drückt einfach Command 3, Steuerung 3. Beim Radius nehme ich sicher mal 2 Pixel, vielleicht sogar 3. Könnt ihr später ausprobieren. Die Details lassen wir mal stehen oder ich setze sie vielleicht auf etwa 35. Und die... etwa 35 und die Maske, die setzen wir mal auf, 75. Ja, 75, irgend so zwischen 75 und 80. Okay. Und jetzt denkt ihr, wieso schärft er? Er will doch nur die Maske nutzen. Naja, ich kann die Maske nicht nutzen, wenn ich nicht schärfe. Wenn da alles auf 0 ist, kann ich die Maske nicht schieben. Und ich brauche die Veränderung hier. Ich muss hier etwas verändern, weil jetzt kommt der eigentliche Trick. Wenn ich nämlich diese duplizierte Ebene von vorhin, die wir jetzt geschärft und maskiert haben, wenn wir die im Ebenenpanel auf den Modus Differenz stellen, dann bekommen wir hier eine Konturenmaske. Yeah, cool. Das ist doch abgefahren, oder nicht? Was macht Differenz? Differenz macht nichts anderes, als diejenigen Pixel hier anzuzeigen, die anders sind, also different sind, als das, was auf der unteren Ebene war. Und da wir ja die obere Ebene geschärft und mit einer Maske maskiert haben, werden uns jetzt hier die geschärften Pixel angezeigt. Und jetzt könnt ihr diese Maske noch ein bisschen editieren, indem ihr da per Doppelklick wieder reingeht und zum Beispiel sagt, okay, ich will mal schauen, wie wirkt sich das aus, wenn ich die Details voll nach oben schraube. Okay, vorher, nachher, vorher, nachher. Okay, könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, ich schraube die nicht voll hoch, aber ich gehe meinetwegen irgendwie da so auf die 60 zu. Ja, okay. Oder ich könnte schauen, was passiert, wenn ich den Radius auf 3 anstatt 2 nehme. Das ist 3, das war 2. 3 und wieder 2.
Okay, also es wird ein bisschen, ja, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Okay, grundsätzlich, je größer der Radius ist, desto breiter wird die Kante. Also ich müsste den schon stärker hochfahren, den Radius, sagen wir auf 6. Ah, kann ich gar nicht. Auf da 3 ist schon das Maximum. Okay, gut. Aber ich fand ihn mit 2 irgendwie schöner. Okay. Übrigens, ihr könnt auch noch spielen, wenn ihr zum Beispiel sagt, die Rauschreduzierung, hier, die schiebe ich auch noch hoch. Sagen wir mal, wir schieben den auch noch auf 10. Und den vielleicht auch. Das sind ja auch wieder Pixel, die wir verändern. Okay, das sind Pixel, die wir verändern. Aber auf die greift dann leider die Maske nicht mehr. Aber mal schauen. Das wäre mit Rauschreduzierung. Das wäre ohne. Durch die Rauschreduzierung ändert sich die Maske wieder etwas, hat etwas weniger Rauschen. Aber wisst ihr was? Wir lassen die mal so stehen. Und jetzt müssen wir diese Maske irgendwie noch weicher hinbekommen. Sie muss schwarz-weiß werden. Und sie muss dieses Rauschen verlieren, das wir da haben. Die ist extrem rauschig. Okay. Was ich jetzt machen würde, ist, ich würde einfach mal Command-Alt-Shift-E drücken. Das erstellt mir dann eine neue Ebene, quasi die Amis sagen dem Stamp Visible. Ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagt, es gibt da irgendwo einen Befehl, aber genau so existiert der im Menü nicht, der kommt dem am nahesten. Und jetzt blende ich mal diese untere Ebene hier aus und versorge die mal da unten. Da habe ich im Moment keinen Bedarf mehr, aber vielleicht später noch einmal, wer weiß. Und jetzt muss ich das Teil einfach mal schwarz-weiß hinbekommen. Das könnt ihr mit Command-Shift-U entsättigen. Oder wenn ihr etwas mehr Kontrolle wollt, mit einer Schwarz-Weiß-Anpassungsebene. Dann könntet ihr zum Beispiel hier die roten Pixel noch etwas verändern und somit die Maske noch etwas heller machen. Seht ihr hier, da habt ihr mehr Kontrolle, als wenn ihr einfach dumpf entsättigt. Dann habt ihr keine Steuerungsmöglichkeiten, hier schon. Also ich mache das so. Okay? Und dann mit Command-E wieder flachrechnen, was da unten liegt. Jetzt kann ich ja noch kurz mit einem Pinsel und schwarzer Farbe hier diese Kante wegnehmen. Die stört mich und diese, weil mir geht es ja eigentlich primär ums Gesicht, die Augen, die Lippen, die Haare sind sowieso mehr oder weniger unscharf. Okay? Wir könnten auch jetzt Command-Shift-L drücken. Command-Shift-L macht eine automatische Tonwertkorrektur. Und weil die Pixel hier noch nicht wirklich weiß sind, zwingt Command-Shift-L diese weiß zu werden. Also den vollen Tonwertbereich auszuschöpfen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, ihr holt euch eine Gradationskurve und schiebt die so hoch. Dann habt ihr wiederum verglichen mit vorhin mehr Kontrolle. Ich bin immer für mehr Kontrolle. So, okay, gut. Und jetzt würde ich das gute Teil noch weich zeichnen, aber ich mache das nicht hier, sondern was ich mache, ich kopiere das in die Zwischenablage. Okay, Zwischenablage kopiert, also Command A, Command C, alles auswählen, kopieren. Und ich speichere das kurz. Weil das ist schon mein zweites Video, beim ersten Mal ist es mir abgestürzt. Deshalb lieber kurz speichern. So, und jetzt kommt die eigentliche, wie soll ich sagen, den Nutzen, den ich mir jetzt daraus ziehe. Wenn ich jetzt nämlich ein Smart-Objekt erstelle, nennen wir das mal Portrait, dann kann ich jetzt hingehen und zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblings-Schärfefilter holen. Das ist der eigene Filter. Filter, sonstige Filter, eigener Filter, der ist der Brüller zum Schärfen. Absolute geniale Sache. Schaut mal, der sieht jetzt so aus. Vorher, nachher. Und seht ihr, wie da die Hautporen, wie die geschärft werden? Das will ich ja gar nicht. Ich will die Haut gar nicht so geschärft haben. Und jetzt kommt die Konturenmaske ins Spiel. Jetzt kann ich nämlich einfach die ich da kopiert habe, die kopiere ich da in die Maske rein. Da komme ich rein, indem ich mit Alt auf die Maske klicke. Und ich füge das, die Maske einfach ein. Okay?
Und jetzt kann ich die Maske noch etwas weich zeichnen. Dazu möchte ich sie natürlich gerne sehen. Mit etwa 2 bis 3 Pixeln würde ich sagen. Dann ist nämlich auch das Rauschen mehr oder weniger weg. So, ja, sagen wir 3. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Das war zuvor und das ist jetzt. Ich hoffe, man sieht den Unterschied im Tutorial, in der Videokompression mit YouTube und so. Seht ihr, ich schärfe nur die absoluten Details. Ich schärfe nur dort, wo die Maske weiß ist. Und wenn ihr jetzt noch Bereiche schärft, die ihr gar nicht scharf haben möchtet, dann könnt ihr die immer noch mit schwarzer Farbe auf der Maske wegmalen. Die da oben brauchen wir nicht mehr. Ja, auf das Malen verzichten wir jetzt. Aber habt ihr gesehen, ich habe die Maske hier drin. Und es ist nicht haargenau die Maske, wie wir sie in Camera Raw hatten. Also wenn ihr die jetzt 1:1 vergleicht und Screenshots macht und die nebeneinander legt, das ist nicht 1:1. Aber es ist vom Look and Feel und von dem, was wir nutzen können, ist es vergleichbar. Okay? So, ich bin schon viel zu lange dran, aber wisst ihr was? Ganz kurz zeige ich euch noch die andere Methode, wie ihr Konturfilter erstellen könntet. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich rastere das kurz, Ebene rastern. Ihr könntet zum Beispiel sagen, Filter, und dann geht ihr in die Filtergalerie. Und in der Filtergalerie geht ihr auf die Stilisierungsfilter und holt euch die leuchtenden Konturen. Leuchtende Konturen. In Affinity Photo heißt das übrigens Kontrastkanten oder Kontrastgrenzen finden. Gibt es dort auch. Und jetzt habt ihr hier eben die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel wie breit diese Kanten sein sollen, das finde ich noch cool, wegen der Augen hier, wie hell die sein sollen, oder wie stark geglättet die sein sollen. Das ist natürlich schon auch neckisch, weil ich jetzt hier die Glättung direkt hier reinrechnen kann. Okay? Und dann von hier wisst ihr wieder, wie es geht. Ihr sagt, okay, ich sage wieder Command-Shift-U, Command-Shift-L zum Beispiel, oder mit Gradationskurve die da wieder hochschrauben. So. Okay, wir könnten sogar, wenn denn nötig, sagen, Filter, sonstige Filter, helle Bereiche vergrößern und vergrößern das um einen Pixel. Okay, dann haben wir die weißen Pixel jetzt um einen Pixel breiter gemacht. Und jetzt maskiere ich das wieder weg, was ich nicht will. Hier auch. Und wieder alles auswählen, Command C, ja, ihr kennt es. Okay. Ich gehe mal kurz normal schärfen, sagen wir 201,5, blende das weg, füge das wieder ein, setze die unscharf maskieren auf Luminanz und habe jetzt hier ebenfalls meine Konturenmaske. Seht ihr, das war zuvor und so ist es jetzt. Ist auch vergleichbar, okay? Also ihr könnt sagen, was euch lieber ist. Es gäbe noch eine dritte Variante, die zeige ich jetzt nicht fertig, weil ich finde, das ist die schlechteste von allen, wenn ich die auch kurz rastere. Ihr könnt auch einfach sagen, Filter und dann die Stilisierungsfilter-Konturen finden. So, dann macht ihr wieder mit Command-Shift-U alles schwarz-weiß, mit Command-I macht ihr es negativ. Mit Gradationskurve geht ihr wieder hoch und ihr seht aber, diese Option, die erzeugt relativ viel Rauschen. Also da muss ich fast mehr Arbeit reinstecken, bin ich jetzt der Meinung. Aber würde theoretisch auch gehen. Würde auch gehen. So, gut. Puh. Da war einiges dabei. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich finde Photoshop auch 2023 immer noch der Hammer. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, guten Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Michel Meierle.